Mit über 6 Millionen Kilometern ist das Straßennetz der USA das größte der Welt. Eine Zahl, die einen Eindruck von seiner immensen Größe vermittelt. 14% der Straßen der Welt befinden sich in den USA. Zu diesem riesigen Netz gehört auch die breiteste Autobahn der Welt, der Katy Freeway. Sie befindet sich in der Nähe von Houston in Texas und verfügt über 26 Fahrspuren. Das Autobahnkreuz East Los Angeles ist ebenfalls ein gutes Beispiel für die Verkehrsdichte in den USA. Obwohl es nur 4 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt ist, gilt es als das verkehrsreichste Autobahnkreuz der Welt. Ein solches Netz wurde jedoch nicht an einem Tag errichtet. Man muss bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts zurückgehen, um zu verstehen, wie das Land nach und nach mit einer solchen Infrastruktur ausgestattet wurde. Eine gigantische Baustelle, die auch heute noch zahlreiche Erweiterungen und Renovierungen erfordert. Das ist es, was wir heute in dieser neuen Episode von Looking For sehen werden. 1918 besaß nur eine von 13 Familien in den USA ein Auto. Nur 10 Jahre später war dieser Anteil auf 4 von 5 Familien angestiegen. Ein echter Quantensprung, der den Verkehr auf den Straßen radikal verdichtete. Dieses rasante Wachstum wurde durch bedeutende Produktivitätsfortschritte angetrieben, die vor allem durch Figuren wie Henry Ford und sein Model T ermöglicht wurden und das Auto für die breite Öffentlichkeit erschwinglicher und zuverlässiger machten. Um mit dieser rasanten Entwicklung Schritt zu halten, verabschiedeten die USA 1926 ihr erstes nummeriertes Straßensystem, das sogenannte United States Numbered Highway System. Zu dieser Zeit wurden die Straßen von den Bundesstaaten selbst finanziert und instand gehalten. Daher gab es keine wirklichen nationalen Standards für ihre Gestaltung, Beschilderung, Sicherheit und Wartungsqualität. Die ersten Bausteine wurden jedoch bereits gelegt. So werden unbefestigte Landstraßen und größere asphaltierte Straßen von einem Staat zum anderen so gut wie möglich miteinander vermischt, ohne dass man sicher sein kann, dass die Straßen qualitativ hochwertig genug sind, um mit gleichbleibender Geschwindigkeit zu fahren. Für die am schlechtesten ausgestatteten Staaten bedeutet dies einen klaren Einkommensverlust und auch eine Form der Ausgrenzung vom Rest des Landes. Während das Privatauto überall im Land demokratisiert wird und die Schienennetze nicht mehr ausreichen, um die Nachfrage nach Landlogistik zu befriedigen, sieht sich das Land von größerem Träumen. Im 1953 trat Eisenhower die Nachfolge Trumans als Präsident der Vereinigten Staaten an. Er und seine Regierung nahmen ein Mammutprojekt in Angriff, die Einrichtung eines bundesstaatenübergreifenden Autobahnsystems. 3 Jahre später wurde der Federal Aid Highway Act verabschiedet. Ein ehrgeiziges Projekt, das darauf abzielte, ein riesiges Netz von Autobahnen mit kontrolliertem Zugang zu schaffen und die Bau- und Beschilderungsstandards landesweit zu vereinheitlichen. Die anfänglichen Kosten für dieses riesige Netz werden auf fast 114 Milliarden US-Dollar beziffert. Es wird mehr als 3 Jahrzehnte später, im 1992, fertiggestellt. Einige Experten gehen jedoch davon aus, dass die endgültige Rechnung in Wirklichkeit viel teurer war. Unter Berücksichtigung der Inflation und der Budgetüberschreitungen in einigen besonders schwierig zu bauenden Abschnitten könnte die Rechnung mehr als 535 Milliarden Dollar betragen. Und dabei sind nur die Baukosten für den Zeitraum von 1956 bis 1992 berücksichtigt. Gigantische Zahlen, die sich auch in der Instandhaltung des Netzes widerspiegeln. So gab die US-Bundesregierung im 2022 beispielsweise 52 Milliarden US-Dollar für die Instandhaltung ihres Autobahnsystems aus. Um diese Verkehrswege auf dem Qualitätsniveau von 2016 zu halten, sind laut der Federal Highway Administration zwischen 2024 und 2033 durchschnittliche jährliche Ausgaben von 61 Milliarden US-Dollar erforderlich. Ein Geldsegen, der größtenteils aus dem Highway Trust Fund stammt, der sich aus Mautgebühren und Kraftstoffsteuern speist. Im 2022 erwirtschaftete dieser Fonds 48 Milliarden US-Dollar, wobei 42 Milliarden US-Dollar auf Autobahnen und 6 Milliarden US-Dollar auf den öffentlichen Nahverkehr entfielen.
Seit über 20 Jahren reichen die Einnahmen aus diesem Fonds jedoch nicht mehr aus, um die Bundesausgaben für Autobahnen zu decken, was zu einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf des Finanzministeriums führt. Das Congressional Budget Office prognostiziert, dass der Highway Trust Fund bis 2028 aufgebraucht sein wird, wenn die derzeitigen Steuern und die Finanzierung der Autobahnprogramme weiterhin mit der Inflationsrate steigen, sodass für den Zeitraum 2024-2033 ein kumuliertes Defizit von 241 Milliarden US-Dollar verbleibt. Trotz dieser pessimistischen Prognosen haben Studien gezeigt, dass dieses riesige Autobahnnetz auf lange Sicht beachtliche wirtschaftliche Vorteile bringt. So zeigt beispielsweise eine Studie der American Highway Users Alliance, dass jeder in Straßen und Brücken investierte Dollar einen geschätzten wirtschaftlichen Ertrag von etwa 5 Dollar erbringt. Diese Zahl berücksichtigt nicht nur die Bau- und Instandhaltungskosten, sondern auch indirekte Vorteile wie die Senkung der Transportkosten und die Beschleunigung des Handels. Trotz der enormen Bau- und Instandhaltungskosten haben die Zugänglichkeit und Geschwindigkeit des Straßenverkehrs eine effizientere Verteilung von Produkten ermöglicht, die Lieferzeiten und die damit verbundenen Kosten verkürzt und so das Wachstum lokaler und nationaler Unternehmen gefördert. Darüber hinaus haben die zwischenstaatlichen Autobahnen die wirtschaftliche Entwicklung in ehemals eingeschlossenen Regionen angekurbelt, indem sie diese für Investoren und Verbraucher zugänglich gemacht haben. Zu diesen Staaten gehören beispielsweise Nevada, Arizona oder Colorado. Ein konkretes Beispiel für ein Unternehmen, das direkt vom Bau der Interstate Highways profitiert hat, ist die Fast-Food-Kette McDonald's. McDonald's wurde in den 40er Jahren gegründet und erlebte ab den 50er und 60er Jahren ein phänomenales Wachstum, das zum Teil auf den Ausbau des amerikanischen Autobahnnetzes zurückzuführen war. Der Ausbau der Autobahn schuf neue Verkehrswege für amerikanische Reisende und steigerte die Mobilität und den Straßenverkehr im ganzen Land erheblich. Ein echter Glücksfall für McDonald's, der dies nutzte, um seine Restaurants strategisch an leicht zugänglichen Orten entlang dieser neuen Autobahnen zu platzieren. Diese Erreichbarkeit, kombiniert mit einem schnellen Service und einem standardisierten Menü, ermöglichte es der amerikanischen Kette, schnell zu einem beliebten Stopp für Familien und andere Reisende zu werden. Doch neben dem Fastfood-Riesen hat auch der Ausbau der Autobahnen in den USA die Städte grundlegend umgestaltet und eng damit verbunden, dass das Auto aus dem Alltag der Amerikaner fast nicht mehr wegzudenken ist. Ein tiefgreifender Wandel, der sich auf unterschiedliche Weise manifestiert hat und sowohl die Struktur der Städte als auch die Lebensgewohnheiten beeinflusst. Das bemerkenswerteste Phänomen ist die Dezentralisierung der Städte. Autobahnen haben es erleichtert, Wohnorte und Unternehmen von den Stadtzentren wegzuverlegen, was zu einer erheblichen Zersiedelung der Städte führte. Dieser Prozess hat es Stadtbewohnern ermöglicht, in vorstädtischen Gebieten zu leben und gleichzeitig in den Zentren zu arbeiten. Die Pendelmigration ist ein gutes Beispiel für diesen neuen Lebensstil. Parallel dazu hat sich die Entwicklung neuer Einkaufs- und Geschäftszentren am Stadtrand beschleunigt, wobei diese Gebiete rund um Autobahnkreuze zu strategischen Punkten für Geschäfte, Büros und Leichtindustrie geworden sind. Diese Zersiedelung in den USA, die durch die Ausdehnung der Stadtrandgebiete gekennzeichnet ist, hat mehrere bedeutende Folgen mit sich gebracht, die sowohl die Umwelt als auch die Gesellschaft und die Wirtschaft betreffen. In den weitläufigen und dünn besiedelten Gebieten der Vorstädte sind öffentliche Verkehrsmittel oft weniger praktisch oder gar nicht vorhanden, sodass die Bewohner gezwungen sind, für die meisten ihrer Fahrten ihre Privatfahrzeuge zu nutzen. Diese Abhängigkeit führt zu einem erheblichen Anstieg des Verkehrsaufkommens und damit zu Staus und Zeitaufwand. Auch das Problem der Verkehrsstaus ist sowohl im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit als auch auf die Effizienz des Stadt- und Überlandverkehrs zu berücksichtigen. Diese komplexe und multifaktorielle Problematik wirft die entscheidende Frage nach Alternativen zum privaten Pkw auf. Unter den am stärksten überlasteten Städten steht Chicago in den USA an erster Stelle, wenn es um Verzögerungen im Verkehrsfluss geht. Chicagoer Autofahrer verloren im 2022 fast 155 Stunden im Stau, was fast 6,5 Tagen entspricht.
Direkt dahinter folgen Boston und New York mit 134 und 117 Stunden, die sie im Stau verloren. Und wie das Sprichwort sagt, ist Zeit Agent. So hätten im 2022 in Boston Verkehrsstaus durchschnittlich 2.270 US-Dollar pro Fahrer für Benzin und Wartung gekostet. Für New Yorker Fahrer bedeutete dies im selben Jahr einen Verdienstausfall von 1.976 Dollar. Um dieser Problematik zu begegnen, stellt das Bipartisan Infrastructure Law von 2022 über 550 Milliarden US-Dollar für alternative Verkehrsprojekte bereit. Ziel ist es, die Zahl der Privatfahrzeuge auf den Straßen zu reduzieren, die Verkehrsüberlastung zu mildern und die Folgen der Umweltverschmutzung für die Gesundheit der Amerikaner abzumildern. Der Plan sieht größere Investitionen in verschiedene Infrastrukturprojekte im ganzen Land vor. Zu den bemerkenswerten Projekten, die im Rahmen dieses Plans finanziert werden, gehört das Gateway-Programm, ein Megaprojekt zur schrittweisen Verbesserung und Erneuerung der Eisenbahnstrecke entlang des Northeast Corridor zwischen Newark, New Jersey und New York City. Dieses umfangreiche Programm umfasst unter anderem die Schaffung eines neuen Tunnels unter dem Hudson River. Das lange verzögerte Großprojekt erhielt für die erste Phase einen Zuschuss von 292 Millionen US-Dollar und die Bauarbeiten begannen im vergangenen Jahr. Das Gateway-Projekt, das auf über 16 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, soll das Zugangebot verdoppeln und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit des Schienennetzes zwischen New Jersey und New York City verbessern. Im Bereich des Personenverkehrs haben die Eisenbahnen zwar eine historische Rolle BEI der Entwicklung des Verkehrs in den Vereinigten Staaten gespielt, ihre Nutzung für Reisen ist jedoch weit weniger verbreitet und wird in erster Linie für den Güterverkehr verwendet. Die Luftfahrt hingegen ist ein wesentlicher und viel genutzter Verkehrsträger in den USA, vor allem für lange Strecken innerhalb des Landes. Die USA verfügen über eines der größten und verkehrsreichsten Flugnetze der Welt, in dem jedes Jahr Millionen von Passagieren befördert werden. Dennoch ist es schwierig, die verschiedenen Verkehrsmittel in den USA nach ihrer Nutzung zu ordnen. Autos, Züge und Flugzeuge müssen aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert werden, darunter die Häufigkeit der Nutzung, die Anzahl der beförderten Passagiere und die zurückgelegte Entfernung. Die verfügbaren Daten lassen jedoch im Allgemeinen darauf schließen, dass das Auto nach wie vor das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel ist, gefolgt von Flugzeugen und Zügen. Das Auto hat in den USA also noch eine sehr gute Zukunft. Das Land verfügt über eine ausgedehnte, gepflegte und gut ausgebaute Straßeninfrastruktur, was das Reisen mit dem Auto bequem und oft auch schneller macht. Das umfangreichste und teuerste Autobahnnetz der Geschichte hat also noch nicht aufgehört, uns zu verblüffen. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass Ihnen dieses neue Thema gefallen hat. Vielen Dank und wir sehen uns bald wieder für eine neue Episode auf Looking Forward.